Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Michas Pool Infobox. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Einbauskimmer. Das Ganze hat mich relativ viel Nerven gekostet und ich habe das versucht, videotechnisch festzuhalten. Wobei ich bei der Montage nachher irgendwann abgebrochen hatte, weil ich irgendwie gucken musste, dass ich das Ding am Laufen kriege. Also seid mir nicht böse drum, wie das Ganze funktioniert. Bei Regen habe ich das Ganze montiert, was ich an Filmmaterial habe. Das schneide ich natürlich rein, könnt ihr gucken. So, dann nach dem Intro geht's weiter. Viel Spaß. Das ganze Ding ist von Steinbach auf jeden Fall. Der ganze Zubehör zeige ich euch jetzt mal. Kostenfaktor seid ihr so ungefähr bei 30 Euro, habe ich jetzt dafür bezahlt, inklusive Versand. Schauen wir uns mal die Einzelteile an. So, kommen wir kurz zum Zubehör, was dabei ist. Also einmal der Oberflächen-Eskimer. Das Außenteil, das hier unten müsst ihr euch jetzt gerade wegdenken. Das ist ein Anschluss von mir, den habe ich schon drauf geschraubt, dass ich auch 38er Schläuche verwenden kann. Dann haben wir ein Einhängenetz. Das ist aber jetzt, da sind schon die Schrauben drin, um das zu befestigen. So eine Dichtung. Dann einmal den Hauptdeckel von oben, dass man nicht so da reingucken kann. Dann haben wir hier noch einen Aufsatz quasi, dann könnt ihr hier einen Poolsauger oder sowas anschließen, dass ihr absaugen könnt, oben so zum draufstecken. Das ist die innere Abdeckung. Hier, das ist ja die sogenannte Klappe, die dann reingeht, wenn das Wasser angesaugt wird, und dann ist dann ein ganz einfacher, stinknormaler, popeliger, Wassereinlassstutzen. Der ist aber für uns uninteressant. Uns geht es hauptsächlich nur um den Oberflächenskimmer. Ja, so sieht das Ganze aus. Gut, weiter im Text. So, ja, die erste Instanz läuft. Ihr seht, es regnet immer noch. So, da liegt der Oberflächenskimmer. Den möchte ich jetzt nachher da montieren, weil ich habe hier noch so ein kleines Überbleibsel. Das ist so ein Bypass. Den habe ich noch über von meinem alten Wasserfall, der mir damals kaputt gegangen ist. Und das soll nachher so fungieren, dass der Oberflächenskimmer quasi da so dran kommt. So in der Art, dass ich ihn da unten noch verbinden kann und kann hier halt an dem hin und her schalten, ob ich jetzt direkt aus dem Pool sauge quasi, das Wasser hole, oder bei den Oberflächenskimmer, den externen. Und das Ganze geht dann natürlich nachher in die Pumpe. Ja, ist eine feine Sache, weil man kann zwar nachher hier drin damit auch saugen etc. Da gibt es ja noch so einen Aufsatz für. Ich will das so lassen und ich mache das so. So, ihr hört die Pumpe. Da zeige ich euch mal gerade. Ich verschwende ja kein Wasser. Die Pumpe, die ihr hört, ist eine externe. Da ist der Schlauch. Und das ganze Hoppala wird natürlich umgepumpt. Weil ich kein Wasser verschwenden will, habe ich mir so einen günstigen Pool gebraucht, bei Kleinanzeigen geholt, für 15 Euro. Und pumpt da jetzt mein ganzes Wasser erstmal rein, das ganze Salzwasser. Ja, und dann werden wir das Ganze gleich montieren und dann füllen wir den ganzen Wasser, Salzwasser-Gedönse wieder zurück. So, ich hatte das jetzt schon angezeichnet und so, wichtig, das ist ja die Schablone, beziehungsweise keine Schablone, das ist das Innenteil. Das habe ich jetzt extra hier von außen gelegt, damit ich auch vom Rand weiß, wie weit ich entfernt bin. Viele machen das auf dem Rand und so weiter und so fort. Halte ich persönlich jetzt nicht viel von. Ich finde, das Ganze wird dadurch unstabil, deswegen möchte ich knapp unterm Rand bleiben. Und dementsprechend habe ich mir das jetzt angezeigt, zeichnet. So sieht das Ganze jetzt aus. Die Löcher sind drin. Gleich klappe ich mir das Ganze hier so nach oben. So, also hier zur Seite weg, nach vorne. Und setze dann die Dichtung rein. Jetzt muss man natürlich sehr vorsichtig sein im Moment. Ne? Das darf nicht weiter einreißen unten. Und ja, dann schauen wir mal. So, weiter. Leute, es tut mir leid, ich habe ihn schon montiert. Ich weiß, ich habe es nicht gefilmt. Ich habe auch keine Fotos zwischendurch gemacht. Das Ding hat mir, wenn ich ehrlich bin, den letzten Nerv geraubt. Mit den Dichtungen, da müsst ihr euch selber mal belesen,
Hat auf jeden Fall geklappt. Funktion zeige ich euch gleich noch. So sieht das Ganze von innen aus. Da ist, wie gesagt, die Konstruktion. Jetzt kann ich halt, wie ich eben schon sagte, bestimmen, ob ich jetzt über den normalen Auslass gehe oder halt über den Oberflächenskimmer. Und hier kann ich das Ganze umschalten. Wie ihr sehen könnt, ihr seht hier noch die Reste. Quasi, ich habe mir ein kleineres Fensterchen, wie ihr beim Anzeichen sehen konntet, ausgeschnitten. Da unten. Ich habe mir das Ganze dann umgeklappt, um noch ein bisschen mehr Stabilität zu holen. Und ich bin jetzt ein bisschen was unter der Hauptnaht. Sieht das Ganze von innen aus. So, das Ganze geht jetzt rückwärts und fließt wieder zurück in der Pole rein. Leuchtet. Ja, da ist der neue Oberflächenskimmer. So, da haben wir den Oberflächenskimmer. Der läuft auch, wie man sehen kann. Zieht schön. Okay, der Nachteil ist jetzt bei dem, ja, bei dem Frame Pool, dass das Ganze ziemlich schräg hängt. Ich versuche das mal zu demonstrieren. Ich versuche die Kamera mal gerade hinzustellen. So, jetzt seht ihr, dass das Ganze schräg da hängt, aber das ist kein Problem. Das funktioniert trotzdem. Man sollte auch mit der Wasserhöhe ein wenig aufpassen. Ich mache mal das Handy los. So. Sieht das Ganze jetzt von innen aus. Zieht richtig schön Wasser. Ja, mein Vorhaben hat geklappt. Ich kann halt dementsprechend jetzt hier anhand des Bypasses entscheiden, gehe ich jetzt direkt über den Pool, über den Ausgang oder halt über den Oberflächenskimmer, den externen. Finde ich eigentlich ganz praktisch, weil ich habe noch die alte Saugvorrichtung. Wie gesagt, es gibt auch eine, die man hier draufstecken kann. Da kann man auch saugen, aber weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Ich mache das dann lieber hier drüber. Und kann dann dementsprechend, ich habe jetzt auch gerade, wie ihr sehen könnt, hängt auch gerade mein Reinigungsstab mit allem drum und dran im Wasser drin. Ist eigentlich eine ganz schöne, feine Sache. So Leute, das war's wieder bei Michas Pool Infobox. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war einigermaßen hilfreich, lehrreich oder wie auch immer. Oder konnte euch eine Entscheidung abnehmen, ob ihr das jetzt macht oder nicht. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt oder sonst irgendwas, ich habe irgendwas vergessen, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Ich versuche eigentlich so gut wie jedes Kommentar zu beantworten und einem zu helfen, insofern es möglich ist. Alles weiß ich natürlich auch nicht, aber einiges. Und ich kann euch nur das wiedergeben, was ich auch persönlich gemacht habe oder wie mein Empfinden ist und wie das bei mir funktioniert. Kann natürlich bei anderen abweichen, müsst ihr euch selber entscheiden. So, ich wünsche euch noch einen geilen Tag, geilen Abend oder was für eine Tageszeit auch immer ihr gerade habt. Und verbleibe mit freundlichen Grüßen, euer Micha. Ciao.